grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute uns mal mit dem Thema beschäftigen. Ich habe es beschrieben, heute schon Danke gesagt. Und dazu wollen wir in den ersten Korintherbrief einsteigen. Und da lesen wir Folgendes, 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinen Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Ich danke Gott alle Zeit euretwegen. Nun, mit dem Danken ist es ja immer so eine Sache. Auch David sagt einmal, Seele, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Wie schnell vergessen wir das? Wie schnell kommen wir ins Klagen, ins Jammern, ins Murren? Wir sehen das in der Bibel immer wieder, das Volk Israel in der Wüste, wie es immer wieder in den aktuellen Umständen anfängt zu klagen und zu jammern und zu murren und alles letztendlich über Bord werfen wollte, was es an Guten erlebt hat, an Versorgung, an Trost, an Bewahrung, weil, oh ja, die Not gerade so groß war. Und natürlich, wir wollen es nicht kleinreden, die Not kann aktuell sehr groß sein. Wir sehen das ja auch ganz aktuell, was geschieht, auch an unseren Geschwistern in der Ukraine und in all den Herausforderungen, aber nicht nur da, auch in vielen anderen Ländern bis auch zu uns. Und auch da wäre es falsch, Not und Not gegeneinander aufzuwiegen und zu sagen, die eine Not ist größer und die andere ist kleiner. Sicherlich mögen wir da Unterschiede feststellen können, aber es tut nun mal weh, es schmerzt, es ist ein Mangel da, wenn wir den Job verlieren, wenn Menschen uns böse tun. Und das kann dann durchaus herausfordernd sein. Wofür also danken? Nun, Paulus macht hier etwas deutlich. Auch David im Psalm, wenn er davon spricht, Seele, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat, dass er dir vergibt all deine Sünden. Auch Paulus sagt hier, mein Dank gilt alle Zeit. Wofür? Für euch. Er dankt Gott für das Werk zuallererst, was er tut, nämlich an uns, an der Gemeinde, an seinen Kindern. Nämlich, dass der Dank sich dahin richtet, nämlich was Gott an Rettung, an Gnade hineingebracht hat in unser Leben, dass wir nicht verloren gehen. Mag sein, dass wir hier auf Erden Herausforderungen haben und Mangel. Ja, sogar, dass wir das Leben hier verlieren, sagt Jesus. Aber achte doch darauf, was du gewonnen hast, was du in Jesus Christus gewonnen hast, nämlich eine Ewigkeit, eine ewige Hoffnung. Die Bibel sagt an anderer Stelle, was sind denn diese Leiden, die kurzfristig hier auf Erden sind, und ja, die können sehr schmerzhaft und nicht nur für uns im Moment als kurzfristig sich anfühlen, aber was sind all die Dinge für die Freuden, die in Ewigkeit dann hineinbrechen werden in unser Leben? Paulus, er dankt für die Gemeinde, alle Zeit. Nun, das war nicht die perfekte Gemeinde, ganz im Gegenteil, da gab es viel Klage auch. Wenn man den Korintherbrief liest, wird das dann auch deutlich, und dennoch will er etwas voranstellen, nicht die Klage in seinem Leben oder auch im Leben der anderen, die Anklage, so wie es ja einmal einer gemacht hat, nämlich in Lukas 18, Vers 11, wo Jesus davon spricht, von dem Pharisäer, dass er sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, die Räuber und die Betrüger und Ehebrecher, ich bin doch ganz gut drauf. Nun, da kam ganz viel Stolz mit. Nein, was Paulus hier deutlich macht, ich freue mich, dass ich etwas wahrnehmen kann an dem Werk Gottes in eurem Leben. Mag sein, es ist nicht perfekt, mag sein, da ist noch Mangel, aber ich sehe, Gott ist am Handeln und Wirken. Und das größte und schönste Wunder ist, wenn Menschen zum Leben mit Jesus Christus durchbrechen, wenn sie die Wiedergeburt erleben, wenn sie erkennen, dass sie in ihrer Sünde und Schuld verloren sind, nichts haben, um gerechtfertigt vor Gott zu stehen, aber wenn sie da umkehren und sagen, Jesus, vergib mir, danke für den Todespreis, den du am Kreuz bezahlt hast, und ich will in Anspruch nehmen, dass du den Schuldschein meines Lebens zerrissen hast, und ich will dich aufnehmen als meinen Gott in meinem Leben, ich will dir folgen und dienen, und ich will hineingehen in die Ewigkeit, dich erwarten. Und Paulus macht deutlich, danke Gott dafür. Ich weiß nicht, wo wir gerade herausgefordert sind in unserem Leben, was uns bekümmert, was uns Sorge bereitet in der aktuellen Situation mit all dem Krieg und all den Dingen. Jesus sagt einmal, dass wir uns da nicht fürchten sollen, wenn ihr vom Kriegsgeschrei und all diesen Dingen hört, weil das muss so kommen. Nicht, weil wir jetzt Krieg wollen, ganz im Gegenteil, nein, aber das sind die Geburtswehen, sagt er. Das ist all das, was Gott in seiner Hand hält,
weil diese Erde geht einem Gericht entgegen und Jesus Christus wird wiederkommen, so sagt es uns die Bibel. Und so dürfen wir uns ausrichten, egal was uns herausfordert, gesundheitlich, in der Arbeit, in der Familie, auch in der Gemeinde, dass wir unseren Fokus darauf richten, das, was Gott tut, in unserem Leben und in dem Leben der anderen. Und lasst uns doch heute einen Tag haben, wo wir sagen können, ich will heute bewusst Danke sagen für das, was Gott tut in meinem Leben und auch im Leben der anderen. Ich will mich hinwenden in meinem Blick auf ihn, auf all das Wunderbare, was ich durch ihn und in ihm habe. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen gerne wieder.